Hallo und willkommen zurück beim Fischer 776 Iron Man, wo alle Tode bleiben. Oder so. Wir sind in Chapter 2, oder das heißt in der Story vor Chapter 2. Und ich habe beim letzten Mal versprochen, dass ich euch mehr Fischer Jang erzähle. Fun Fact, es gibt ja einen Movement Growth. Der Movement Growth wird auch auf Gegner angewendet. Das heißt, wenn die Gegnerstats kalkuliert werden, kann es passieren, ist ein bisschen RNG, dass manche Gegner einfach ein Movement mehr haben. Kann vorkommen, kommt vor. Muss man aufpassen. Heißt aber auch, dass jeder Fischer-Playthrough ein bisschen anders ist. Weil die Gegner halt nicht gleich sind. Sie sind ähnlich, es sind fast die gleichen Gegner. Ein bisschen anders. Mit Glyphis. So, jetzt haben wir hier ein Dorf. Ihr habt gerade gesehen, Brigands können Häuser kaputt machen. Müssen wir aufpassen, wollen wir vermeiden. Und, ja, das ist die Piraten von Lyphis. Lyphis ist ein Charakter in diesem Spiel. Und das sind seine Piraten. So, kriegen wir Äxte, wenn wir die capturen. Eisenaxt. Ich meine, es kann nicht schaden, ein paar Eisenäxte zu haben. Aber da ist eine Handaxt, die habe ich gesucht. So. Halvin, gib erstmal deine Eisenaxt an Dag da, dann hat der schon mal eine Möglichkeit, Gegner besser zu treffen. Ich hätte ihm vielleicht die Brave Axe geben sollen zum Capturen erstmal. Wenn ich da so drüber nachdenke. Damit machen wir 11 Schaden. Das vielleicht zweimal. Also erstmal tun wir Leaf, glaube ich, hier hin, weil der gibt erstmal ein bisschen Hitrate. So. Können wir den so capturen? Macht 2x12, killt ganz knapp nicht. Das macht halt noch weniger. Ja, ich hätte Deck da einfach mal die Brave Axe geben sollen. Meine Schuld. Sorry. Machen wir den halt weg, kriegen wir keine Vulnerary. Dann ist das so. Keine Vulnerary für mich. Konnte Deck da Bögen nutzen? Ja. Kann er. Ja, dann box den auch noch mal eben, Finn. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, um die Dörfer hier zu befreien oder zu retten. Dafür macht Finn sich gleich auf den Weg. Habe ich Finn eine Vulnerary gegeben? Nein, wer hat die Vulnerary? Evil hat die Vulnerary. Und Tanya hat auch eine. Okay, ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich Finn eine Vulnerary mitgebe. Weil der wird gleich auf Weltreise gehen. So, was haben wir denn hier? Was hast du einem gegeben? Auch eine Vulnerary? Auch eine Vulnerary. Okay, haben wir eine für Finn gefunden. So, dann kommt mal ran, ihr Piraten.
Finn wird immer nicht komplett hops genommen, das ist schön. Imagine, ich hätte einfach Finn im Early Game verloren, weil er von allem getroffen wird. Das wäre ja einfach mega traurig. Aber ich glaube, es kommt sonst eh keiner ra. Okay, doch, der mit der Handaxe. Aber der trifft ja nicht. Alles gut. Alles gut. So, Handaxe, Dude. Ich würde gerne einmal Helven nehmen und sagen, ich capture dich. Ist ja auch nicht genug. 2x13 reicht ja einfach nicht. Aber wir können ja mal mit Dekka anfangen zu capturen. Wir gehen nicht für einen normalen Angriff, weil wir wollen ihn nicht aus Versehen umbringen. So. Okay, Helven. Capture den mal. Ich hätte gern seine Handaxe. Nice. Und Helven Level Up. Ich würde mich über Strength freuen. Das ist immer ganz nice mit Vantage. Ja, sowas zum Beispiel finde ich eigentlich nice. Das gefällt mir, Helven. Gerne wieder. Ich meine, wenn wir den mit Pugi kritten, ist der dead. Hat aber nicht geklappt. Wäre cool gewesen. Okay, Leaf, mein weg. Leaf, du doublest nicht. Leaf, was ist mit dir? Das killt. Mach mal Leaf. Mach einfach mal. Der hier hatte einfach nur eine Iron Axe, ne? Ja. Hätte ich trotzdem ganz gerne. Trade dem guten Finn erstmal eine Vulnerary rüber. Würde er brauchen. Irgendwann mal. So. Capture Gravelands. Das sind 2x12. Das ist ja nicht genug. Das ist ja einfach nicht genug. Heißt, ich stelle dich jetzt erstmal wieder hier hin mit deiner Shortlands. Alle HP recovern brauchen wir noch nicht. Lohnt sich einfach nicht. So. Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Liffis Pirates, genau. Nimm dir mal die Handaxe und die Vulnerary weg, Mari. Und dann gibst du Helven die Handaxe und die Vulnerary, Mari. Und dann lassen wir den Typen auch wieder weg. Das ist ganz cool mit Marty. Marty hat eine Menge Con, ne? Bringt ihm wenig, diese ganze Con. Er hat dazu 3 Speed, ne? Aber er kann damit capturen und er kann Gegner mitnehmen, ne? Das ist so das, was Mari machen kann. Gegner treffen kann er nicht. So mit 0 Skill, ne? Und einer Axt, die jetzt auch nicht unbedingt für Hitrate bekannt ist. Ich finde, ihr hättet es ruhig treffen können. Jetzt sie nicht verübelt. Blank Level Up! Amazing, Finn. Amazing. Ich wollte immer ein Blank Level Up haben, Finn. Wollte ich schon immer. So, kriegen wir den irgendwie gechippt, aber nicht tot? Ja. Ja, kriegen wir. 6 Schaden. Kann wieder arbeiten. Wie ist unser Pursuit Critical Coefficient auf Tanya? Den kenne ich gar nicht. Ja, die Crit Rate wäre nicht hoch geworden, aber 2. Also gedoubled. Gedoppelte Crit Rate. So. Ocean, kannst du den denn? Du kannst gar nicht capturen. Du hast einfach nicht die Con dafür. Dagdar. Ist ja nicht ganz stark genug. Pass mal auf, Deck da. Du nimmst jetzt erstmal hier eine Vulnerary und heilst dich. So. Können wir dich gleich da oben wieder reinstellen. So. Eigentlich will ich die Brave Axe nicht so abnutzen. Aber ein Hit wäre ja genug zum Capturen. Sehr schön. Nehmen wir uns noch eben eine Eisenaxt mit. So, Finn, rein da.
Was haben die da für Waffen? Ich glaube, das sind nur Iron Axes, ne? Iron. Da hat eine Wunderary noch dazu. Und die anderen haben nichts dazu. Heißt, wir können hier relativ zuverlässig einfach dicht machen. Wenn wir wollen, können wir sogar so einen Orsi mitnehmen. So. Ich glaube, ich gehe mit Avil schon mal das andere Haus da besuchen. Ich glaube, das lohnt sich. Genau, dann brauchen wir ein bisschen weniger Zeit. Und von unten kommen die Reinforcements. Die sind uns nur ziemlich egal, weil die haben keine Häuser mehr zum Einnehmen. Wir haben die schon dicht gemacht. Also letztendlich sind es nur ein paar Ex-User, die von unten kommen. Nichts besonders Gefährliches. Ich frage mich gerade, ob es sich wirklich gelohnt hat, Orsin zu rescuen oder ob er zu Fuß genauso weit gekommen wäre. Naja. Hallo, wer ist da? Ich glaube, hier hat man einen Skillring bekommen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich würde mich freuen über einen Skillring. Speedring war es. Sorry. Geben wir aber auch Leaf. Der braucht ein paar Stats. Aller dringend nötig. Trade. Gib mir mal diese Iron Axe. So, und schon sind wir wieder voll bewaffnet. Ohne, dass wir hier die ganze Zeit Brave Axe abnutzen müssen. Alles ist super. Geht doch. Und da holen wir uns eine neue Unit. Hallo? Hallo, Ronin. So, das ist Ronin. Ronin ist weird. In diesem Spiel, ich hab's erst vielleicht schon gesehen, es gibt keinen Reststat. Es gibt keinen Reststat, weil Magic der Reststat ist. Jeder magische Schaden benutzt Magic als Attack-Stat und als Rest. So, das ist wie in Pokémon Gen 1. Ronin hat aus irgendeinem Grund einen hohen Magic-Growth und einen beschissenen Strength-Growth. 3 Vigastars. ja. Und, ja, ich weiß nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Den Strength Growth kriegt man gefixt auf Ronin. Das ist nicht das Ding. Deswegen würde ich sagen, Ronin ist im Endprodukt wahrscheinlich ein bisschen besser als Tanya. Primär wegen den Vigor Stars, ne? Aber, die Stats anderweitig kriegt man auch irgendwie gefixt. Und ich würde sagen, stellen jetzt hier auf den Wald und dann sollen die Archer da oben mal kommen. Ja, Ronin ist eine Unit in diesem Spiel. Das ist absolut richtig. Den Strength Stat kriegt man, wie gesagt, gefixt. Der hat halt ordentlich Rest. Später. Noch, jetzt noch nicht. Jetzt hat er noch gar keine Rest, weil er keine Magic hat. Aber er hat aus irgendeinem Grund einen hohen Magic Growth. Es sieht ein bisschen so aus, als wäre jemand auf der Tastatur ausgerutscht, als man die Growth verteilt hat. Ich bin da ehrlich. Es sieht ein bisschen so aus, als wäre jemand ausgerutscht. Oh. Dritter Schuss. Den daneben. Schade. Wäre amazing gewesen. Dann hätten wir nämlich gleich einfach mit einem Schuss killen können. Du hattest Adept, genau. Dann mach mal den nächsten da. Mach ihn mal weg. Mach ihn mal weg. Mach mal Ronin. Piu! Und weißt du, was auch schön ist am Glacier? Diese Prozentchancen, die da stehen, die sind tatsächlich so. Man wird nicht angelogen wie in modernem Fire Emblem. Ich kann mich auf das verlassen, was da steht. Deswegen wirkt es auch manchmal so ein bisschen, als wären. Ne, wie, ich habe 30% getroffen, wie kann das sein? Ja, das heißt immer noch fast jeder dritte trifft, ne? Von daher ist schon richtig so. Aber das sind die meisten Leute halt nicht gewohnt und generell sind es immer. Ne,
hat man immer das Gefühl, das Spiel ist gegen einen, biased gegen einen, aber ist halt nicht so, ne? Ist halt einfach nicht so. So, ich würde ganz gerne Ocean Train. Das fände ich cool. Aber ich glaube, ich muss dafür Wush nutzen, weil die Iron Axe ein bisschen zu schwach ist und wir brauchen erstmal die ersten paar Level. Zack, zweiter Hit. Zweiter Hit crittet basically immer mit der Waffe. Nein, nicht ganz immer. Wie viel Coefficient haben wir? 3. Ne, der hat immer gekrittet. Der kann gar nicht kritten. Das war einfach nicht möglich, dass der zweite nicht krittet. Weil 3 mal 36 ist tatsächlich über 100. Das ist tatsächlich über 100. Kommt die auch links durch? Nee. Kommt ihr nicht. Waffendreieck gibt es im Spiel auch. Ich könnte legit einfach mal Finn dismounten und hier unten ein paar Gegner auffangen. Aber ich glaube, ich will Finn eher hier oben. Da gibt es auch nichts Cooles zum Klauen, ne? Aber mal gucken. Wir machen uns mal auf den Weg dahin. Mal lieber ein paar Iron Bows und so zu viel haben, als zu wenig. Dass wir irgendwann einfach unsere Hühner nicht equippen können. Dead. Wir haben einen. Gibt ein Level up und ich hätte jetzt gerne Strength, Speed, Skill. HP, Speed, Luck, Defense, Con. Okay, auch gut. Dann nehmen wir kein Strength. Trotzdem gutes Level up. Trotzdem sehr gutes Level up. So, jetzt können wir hier auch mal ganz normal mit Eisenwaffen reingehen, würde ich sagen, ne? Können wir mal machen. Da ist nicht mehr so viel an Gegnern. Okay, Harvin, es ist alles gut. Ich weiß nicht, was der hier getan hat. So, zieh mal den Gegner an. Nimm ruhig deine Iron Axe, du kriegst es damit garantiert. Weil Wrath... So, erstmal hätte ich es ganz gern, dass du auf Range gehst. Aber wenn du auf Range gehst und ich benutze das... dieses Schwert, dann bringe ich dich ja einfach um. Von daher bleiben wir beim Iron Blade. Aber geh mal bitte auf Range. Dann holen wir uns schon mal Finn in die Nähe. Und Dagdar, dann können die nämlich gleich hier versuchen, dich zu capturen. Und die anderen kämpfen dann gleich gegen Reinforcements. Ich nehme die XP gerne mit. Ich nehme die XP sehr gerne mit. Hätten wir den ersten getroffen, wäre der tot. So das Ding. Man müsste halt den ersten treffen. So, dann greif mal an mit deinem Iron Bow. Kannst Ezel eh nicht töten. Geht einfach nicht. Kannst du so oft treffen, wie du willst. Du kannst sie nicht töten. Sie ist unsterblich im Early Game. So, ich würde dich gern capturen. Kann ich mit der Iron Axe nicht. Kann mit der Iron Axe angreifen für guten Schaden. Einmal, vielleicht zweimal. Kommt drauf an, ob meine Fähigkeit dabei prompt. Das ist ein Crit. Das ist amazing. Das ist ja amazing. Hallo? Ich würde sie gerne capturen. Konnte man 0 Schaden machen in dem Spiel oder war es immer mindestens einer? Ist doch egal, ich habe ihn gekrittet. Weil in sowas wie Guiden macht man ja nie 0 Schaden, macht immer mindestens einen. Und ich bin mir gerade unsicher, ob man in Fleisch 0 Schaden machen könnte. Defense. Amazing Level Up, Finn. Kann mir nichts Besseres vorstellen. So, ich würde halt die hier unten gerne trotzdem noch umbringen. Hey, Runen, hol dir den da mal. Ich würde die Gegner da unten trotzdem gerne noch alle mitnehmen. Aber für die XP. Der hat noch eine Handaxe, die wir klauen können.
kriegen uns aber gerade nicht so aufgestellt. Wobei, wir können uns so aufstellen, dass nur der Hand-Axe-Typ an uns rankommt und könnten mit Tanya dahin gehen. Das könnte man. Das wäre eine Option. So, jetzt nehmen wir uns mal das Zeug hier von Bugs und ich habe einfach den Speedring nicht geused. Das war auch nicht so schlau. Machen wir mal eben. Zack, 3 Speed. So, und dann können wir das Bugs-Zeug gleich nochmal eben irgendwie Dagdar geben. Der kann da mehr mitmachen. Und hier kommt unser Backup. So, kommt her. Jetzt werdet ihr für EXP verwurstet. Tanya hat den Shortball noch equipped. Das macht ja jetzt nicht so viel. Es ist nicht so, als hätte Iron Ball viel mehr gemacht, aber der hat schon ein bisschen mehr gemacht. So, Helven. Ich hätte gerne... Oh, wir können... Helven kann den... Wie viel Connors? 12. Ha. Kann man den Handex-Typen nicht capturen. Sad. Wenn das treffen würde, könnte man das. Den da können wir aber capturen, ne? Den können wir capturen. Capturen wir den. Einmal die Vulnerary, bitte. So, jetzt nehmen wir uns nämlich Tanya und schießen den nochmal an. Für EXP und um den in Marty-Range zu kriegen. Aua. Zum Glück ist hier kein anderer mit einer Hand-Axe, oder? Es ist doch kein anderer mit einer Hand-Axe. Der hat keine, der hat keine. Der hat keine. Der hat auch keine. Also solange ich das hier zumache, brauche ich keine Angst haben. Okay, Marty, probier mal. Wenn es nicht klappt, ist nicht das Ende der Welt. Ich kriege dich trotzdem da raus, aber... Okay, keine Hand-Axe für uns. Sehr schade. Sehr schade, aber dann ist das so. Dann mache ich hier jetzt nämlich einfach mal dicht, bringe hier alle um, die hier noch sind. Weapon Level increased. So. An Helven kommen sie ran, aber Helven braucht keine Angst haben zu sterben. Der schafft das da schon. Eine Runde lang. Da mache ich mir keine Sorgen drum. Ich nehme den hier schon mal sein Zeug weg. Und gebe mir Helvens Inventar. So. Killt halt nicht mehr. Schade. So, was ich machen wollte, ist, ich wollte gerne dir Bogen und Axt geben. Kannst du mehr mitmachen als die anderen. Und der hier hat nichts mehr im Inventar gehabt, ne? Nee. Lass ihn laufen. Du gehst für Ocean? Ich weiß nicht, ob das so schlau von dir war, Mann. Ich weiß nicht, ob das so schlau von dir war. Ich werde hier auf jeden Fall, wie gesagt, alle XP mitnehmen, die ich mitnehmen kann. Und der hat eine Hand-Axe. Dann würde ich den ja gerne noch capturen. Wie viel Con hat der? Na, hat der einen weniger? Ja, ein weniger. Das ist gut. So. Dann take mal den Dude und lass ihn los.
Man kann Helvin nämlich probieren, den dann mit der Brave Axe zu capturen. 2x12 ist nicht ganz genug. Heißt, wir schießen ihn einmal mit Ronin an. Für ein bisschen Chip Damage, damit er in Range ist. Um gecaptured zu werden. Weil ich hätte gern seine Hand Axe. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, dass der zweite nicht getroffen hat. Er sollte trotzdem noch in Range sein von Zeug. Skill und Speed. Cooles Level Up. Kann man mit arbeiten. Ah, wobei. Also Speed ist nice, aber ich weiß nicht, ob... Ich finde auch Hitrate nicht schlecht. Ah, ist schon okay so. So, jetzt Helvin, bitte Kritte. Bitte connecte einfach beide. Schade. Sehr schade, weil das heißt nämlich auch keine Handaxe für mich. Dedüm. Captain hätte ich ihn jetzt eh nicht mehr können. Der hätte sich umgebracht vorher. Indem man irgendwie reingerannt wäre. Strength, Speed, Defense. Sehr gutes Level-Up auch schon. Sehr gut. Ey, jedes Mal, wenn das so lange dauert, denken wir so, ach du Scheiße, hat er gerade Movement gelevelt? Aber nee. Es ist nicht so. Ich will jetzt Helvin's Brave Axe ungern hier gegen die Leute hier wasten. Nimm mal einfach die Iron Axe in die Hand. Ende den Turn. Zack! Ja, gönn dir Strength und Skill. Brauchen wir für deine Brave Axe. Strength, Speed, Death, Con. Trotzdem gutes Level Up, wenn auch nicht genau das, was ich haben wollte. Aber ich sag, Helvin macht sich ganz gut bis jetzt, ne? 9 Strength, 9 Speed im Vergleich zu Ocean. 7 Strength, 7, 11 Speed. Okay, 11 Speed ist schon viel. 11 Speed ist schon viel. Helvin ist auch ein Level höher. So, aber jetzt haben wir ja alles gemacht. Ich gucke mal in die Inventare durch, ob ich noch irgendwas anderes geben möchte vorher. Wir haben leider nur eine Hand Axe. Wir haben dieses eine Iron Sword, aber das könnten wir auch niemandem geben, der damit was machen kann. Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Können es Avil geben. Avil kann damit was machen. So, Seize. Hallo, Augustus. So, und damit haben wir jetzt das erste Guiden-Chapter, 2x. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann, sage ich erstmal Tschüss.